In Sachen Heimkino kann man ja bekanntlich in Sachen Größe, preislich und auch im Sound komplett eskalieren. Ich selber habe aber was eher Dezenteres gesucht, was eben ohne Subwoofer auskommt. Ich bin bei meiner Suche auf den Hersteller Nubet gestoßen mit seiner Nubox-Reihe. Hab die Jungs doch direkt angeschrieben und sie haben mir sogar für diesen Test ein paar zukommen lassen. Danke dafür. Ob sie jetzt allerdings gegen meine Soundbar gewinnen konnten und ich mich schlussendlich für diese entschieden habe, seht ihr jetzt im Video, Freunde. Viel Spaß damit. Denkt an den Daumen, wenn es euch gefällt. Legen wir los. Auf geht's. Willkommen zurück auf meinem Kanal und damit zu diesem neuen Video. Wie eben im Intro schon erwähnt, möchte ich euch heute etwas Besonderes auf meinem Kanal zeigen. Nach langem Hin und Her habe ich mich entschieden, meine Soundbar durch ein qualitativ hochwertiges Aktivlautsprecherpaar in einer klassischen Stereo-Konstellation zu ersetzen. Ich bin bei meiner Suche auf den deutschen Hersteller Nubet mit seiner sehr schicken Nubox-Reihe gestoßen und habe mich hier deshalb für die Nubox A125 entschieden, um diese eben mal zu testen und auf mich wirken zu lassen. Denkt aber bitte daran, dass ich kein Heimkino oder HiFi-Profi bin und rein aus eigener Erfahrung und Eindrücke diese Informationen hier zusammengepackt habe. Und wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos zu diesem und anderen Themen verpassen wollt, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, lasst ein Abo da, würde mich freuen, danke für euren Support, legen wir los. Bevor wir aber auf diese schicken Dinger gleich eingehen, zeige ich euch, wie die Nubox A125 bei mir angekommen sind und was sie sonst noch im Lieferumfang enthalten. Wenn wir das top verpackte Paket öffnen, kann es auch schon direkt losgehen. Neben der Styropor-Einlagen finden wir ein dünnes Handbuch, in dem man kurz und knapp alles Wichtige zu den Boxen lesen kann, wenn man das eben braucht. Unter dem Styropor kommen auch schon die sehr gut verpackten zwei Aktivlautsprecher zum Vorschein, welches aktuell in Schwarz und Weiß zu kaufen gibt. Des Weiteren finden wir noch ein 3 Meter langes Verbindungskabel, welches eben die beiden Boxen untereinander verbindet. Und wem das dennoch zu kurz ist, kann auf der Nubet-Seite noch die Längen 5, aber auch 7 Meter nachbestellen. Ein passendes Stromkabel sowie ein optisches Kabel, um die Boxen auch ohne HDMI mit den meisten TVs verbinden zu können, liegt ebenfalls mit bei. Wem die Boxen mit den sichtbaren Membranen nicht gefallen, kann diese mit den zusätzlich beigelegten Boxengitter ganz einfach via Magnet abdecken. Um das Ganze dann bedienen zu können, haben wir eine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, die zwar sehr einfach aufgebaut ist, aber dennoch alles Notwendige beinhaltet. Wie zum Beispiel die Laut- und Leiser oder die Pairing-Taste, aber auch die Möglichkeit, das Klangdesign zwischen Stereo, Movie oder auch Musik wechseln zu können. Wenn wir schon bei den Einstellmöglichkeiten sind, machen wir direkt mit den Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite der Masterbox weiter. Denn hier hat Nubet an absolut nichts gespart. Mit HDMI, Toslink und auch Coax bringen die Aktivlautsprecher gleich drei digitale Anschlussmöglichkeiten mit, aber auch die klassische Verbindung via Cinch oder dem optischen Digitalanschluss ist mit an Bord. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die Möglichkeit via Bluetooth Musik zu streamen oder auch via Airplay oder sogar über das Sonos Multiroom System. Schauen wir uns die Boxen von vorne an, sehen wir jeweils den 25 mm großen Hochtöner und den 118 mm großen Tieftöner, die pro Box durch die digitalen Endstufen mit 40 Watt befeuert werden. Die Endstufe drückt hierbei den Tieftöner bis auf 40 Hertz runter und schafft somit auch einen echt guten Druck für diese Baugröße. Auf der Masterbox finden wir zudem noch eine kleine runde Anzeige für die LED, die uns wiederum anzeigt, in welchem Modus die Box aktuell mit dem Gerät verbunden ist. Die Verarbeitung ist hier absolut hochwertig von A bis Z durchgezogen. Die Front ist hierbei seidenmatt lackiert und der Rest ist sehr sauber, ganz klassisch foliert. Kommen wir aber jetzt zu dem Punkt, den die meisten interessiert und der mich zu der Aussage bringt, dass diese Boxen eine Soundbar zumindest im gleichen Preissegment locker ersetzen oder sogar überbieten kann. Ich habe leider nicht die Mittel, hier einen annähernd guten Soundcheck zu machen und verlinke euch deshalb mal ein Video, in dem ihr das sehr gut hören könnt. Ich versuche das aber mal in Worte zu fassen, damit ihr in Zukunft vor dem Kauf diese Boxen auf jeden Fall in eurer Auswahl mit aufnehmen könnt. Klar werden Soundbars auch preislich nach oben immer besser und hochwertiger, aber dennoch versuchen sie alle einen räumlichen Klang zu erzeugen oder zu simulieren. Ich selbst hatte bis jetzt die JBL 3.1 Soundbar, die eigentlich in meinen Ohren für das Geld immer ganz gut klang und auch sehr gute Einstellmöglichkeiten hatte. Wenn man zudem den Surround-Sound der Bar aktiviert hat, konnte man in der Tat einen erweiterten Raumklang wahrnehmen. Dennoch hat man hören können, dass der Sound mittig unter dem Bild entsteht. Und das ist ein Punkt, der mich bei der Nubox A125 komplett umgehauen hat. Klar hat man hier den Vorteil, diese eben weiter auseinanderstellen zu können und man könnte meinen, dass deshalb der Sound auch gefühlt breiter aufgestellt ist und eben nicht mehr nur mittig aus dem Bild kommt. Aber der erste Eindruck beim Starten eines Films ist genau der Gegenteil. Stimmen kommen hörbar absolut mittig aus dem Bild, trotz der breiteren Aufstellung, der Stereo-Sound ist klar besser und der Klang ist kristallklar. Wenn man jetzt zudem das Ganze auf Movie oder auch auf Musik stellt, haut es einen wirklich um. Aus dem kleinen Heimkino wird plötzlich eine riesige Bühne und man fühlt sich komplett vom Klang und der Action umhüllt.
Es ist hier wirklich kaum zu orten, wo der Klang aus dem Bild kommt, da dieser eben den kompletten Raum einnimmt. Wobei man das jetzt auf keinen Fall falsch verstehen sollte, da wirklich die Ortung absolut super funktioniert, die Töne und die einzelnen Klänge trotzdem gefühlt genau dort aus dem Bild kommen, wo sie eben passieren oder der Dialog stattfindet. Ich finde es einfach unfassbar und es ist wirklich leider nicht über YouTube darzustellen. Man muss sowas einfach mal live hören. Was zudem noch beeindruckender ist, ist die Kraft, die diese kleinen Boxen an den Tag legen. Klar, aber steigt ein separater Subwoofer irgendwann anhand der Leistung den Druck dieser Boxen, aber er ist viel sauberer und schöner abgestimmt anzuhören. Und wem dennoch der Druck nicht reicht, der hat hier ebenfalls die Möglichkeit, einen separaten Subwoofer an die Aktivbox mit anzuschließen. Alles in allem kann ich sagen und empfehlen, wenn man in dieser Preisklasse einen klaren und druckvollen Klang immer weiter den Stereoklang sucht, sollte auf jeden Fall eher zu diesen Boxen greifen, da meiner Meinung nach die Soundbar erst ab einer gewissen Preisklasse klanglich den Unterschied macht. Okay Freunde, ich habe hier mal versucht, so gut es geht, meine ganzen Erfahrungen und Eindrücke dieser sehr schicken Boxen in dieses Video zu packen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesen Boxen haltet, habt ihr Erfahrungen mit ihnen machen können oder seid ihr doch wieder auf eine Soundbar umgestiegen. Ansonsten denkt an den Daumen, wenn es euch gefallen hat, werdet Abonnent, denn es werden auf jeden Fall noch weitere Videos in diesem Segment auf meinem Kanal kommen, da mir dieses Hobby sehr viel Spaß macht. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde, macht's gut, bis dann, ciao.